So, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video für androidhilfe.de. Ihr seht wieder ein Video gedreht mit dem CMF Phone One. Dieses Mal allerdings in der Auflösung 4K mit 30 Frames pro Sekunde. In dieser Auflösung wird keine Bildstabilisierung unterstützt. Bedeutet, ihr müsstet hier normalerweise deutlich besser erkennen können, dass ich mich in Bewegung befinde, also was das Wackeln angeht. Ich laufe wie in dem anderen Video immer noch, beziehungsweise ich gehe in dem hier aktuell wie in dem anderen Video, aber es müsste eben deutlich besser wahrnehmbar sein, dass ich mich in Bewegung befinde und dass das Bild nicht mehr ganz so ruhig ist. So, wir schauen mal, was das Gerät ansonsten videotechnisch noch so drauf hat. Die Fokussierung läuft auf jeden Fall, so wie das aussieht, sehr gut und sehr zuverlässig. Das Gerät stellt schnell scharf und vor allem auch ohne, dass ich als Nutzer irgendwie eingreifen muss. Man kann natürlich eingreifen, also man kann auf das Display tippen und den Fokus manuell setzen und gegebenenfalls auch die Belichtung anpassen. Aber grundsätzlich regelt das Telefon das auch von alleine, ohne manuellen Eingriff. So, wir haben hier in diesem Modus eine Zoom-Stufe vorgegeben zur Verfügung, nämlich Zweifach-Zoom, den ihr jetzt seht. Und darüber hinaus kann ich natürlich auch noch weiter reinzoomen. Maximal 10, also Digitalstufe 10, Stufe 10, mehr geht hier nicht. Man sieht aber auch, dass alles andere drüber auch keinen Wert hätte qualitativ. Das wäre Stufe 5. Sieht dann eigentlich wieder deutlich besser aus und wieder zurück in Stufe 1.